Also, ich denke auch, wenn zuschlagen, danach um Vergebung bitten, nicht um Erlaubnis. Wie bekommen wir das Schiff dann nach Mendena? Denkt ihr, ein Matrose wird bei uns anheuern, nachdem wir... Nein. Idealerweise müssen wir nur der Führungsriege den Kopf abschlagen. Die mehr oder minder vertrauenswürdig sind, können wir dann anstellen und den Rest, im Gegensatz zu Sanien, haben wir Gold. Ich denke, der Plan wird trotzdem ein anderer sein. Wenn wir hier des Schiffes habhaft werden, dann werden wir dieses Schiff erst einmal, ich weiß nicht, bei uns vor dem Kontor liegen lassen für 3-4 Monate, bis sich die Situation beruhigt hat. Und in der Zwischenzeit können wir ja mit Sani in Richtung, Ilsur fahren und uns vor Mendena aussetzen lassen. Ja, aber wie willst du das machen? Also wie willst du dich dann, nachdem du dich da hast aussetzen lassen, durch eine Belagerung, durch eine Mauer, ja, an den Verteidigern vorbei? Sani hat uns angeboten, uns bei Feuerbach mit einem Boot abzusetzen. Aber wie kommst du darauf, dass die Soldaten, die auf dem Schiff sind, müssten sie alle umbringen? Und Ja, natürlich. Aber die Rudermannschaften doch nicht. Ja, das sind Sklaven. Und die Matrosen reden aber. Die Gerüchte werden sich verbreiten. Aber da sind wir doch schon längst dort. Auf ihm hat gute Kontakte, der wird sehr schnell eine kleine Söldnertruppe herbeibekommen. Ja, also wir müssen halt warten, bis seine Männer von Bord sind und saufen gehen. Wir gehen dahin, bringen ihn und alle seine Anführer um. Dann, wenn die Soldaten einzeln zurückkommen, mit Armbrüsten, einen nach dem anderen. Und ihr meint, die Stadtgardisten würden das zulassen, dass wir ein Schiff im Hafen überfallen? Das ist das Problem hierbei. Und ich weiß nicht, ob ihr das lösen könnt, Yalan. Wir könnten entern. Auf See. Also bräuchten wir wieder Sanins Unterstützung. Aber werden die halt draufgehen. Das ist jetzt halt die Frage, was ist hier euer Ziel? Wie ich bereits sagte, Rafim, wir könnten, anstatt sie zu rammen, noch ein Entermanöver versuchen. Wenn du in der Lage bist, einige Söldner anzuheuern, hätten wir vermutlich auch die Mannstärke, um das durchzubringen. Warum sollte sich Sanin auf so etwas einlassen? Weil Sanin dann seine Rudersklaven einbekommen kann. Er kann seine Schmuggelware selbst verkaufen. Ich denke, Sanin beschäftigt nur freies Ruderer und keine Sklaven. Also, selbst wenn wir diese Seeschlacht da durchführen, da werden Männer sterben. Es wäre trotzdem das Richtige, das zu tun. Wir müssen überlegen. Ist es richtig, das zu tun? Ja. Ist es sinnvoll? Nein. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch meine Meinung. Ein Mann verkauft Opfersklaven nach Xeranien. Wir können ihn einfach so ziehen lassen. Ja, richtig. Aber unser Ziel ist ja auch nicht eine schöne Fahrt um Xeranien herum, sondern wir wollen Xeranien zerstören. Und danach kommt Hafax und nimmt sich den ganzen Laden. Meinst du, der lässt die Sklaven einfach frei, sagt, oh schön, geht, wir werden euch nicht mehr in den Opfer werfen. Wir können doch auch einfach ihm sagen, er soll auf uns warten. Und dann auf dem Rückweg können wir immer noch ihn umbringen und seine ganzen Männer. Vorhin denkt ihr wirklich, Uktan ist der einzige Kapitän, der Sklaven nach Isilien bringt? Was macht das? Einer mehr oder weniger ist immer noch ein Unterschied. Also ist das die Art, wie wir es für uns rechtfertigen. Wir lassen ihn die Sklaven nach Mendena bringen und zerschlagen Xeranien so schnell, dass ihnen kein Leid mehr geschehen kann. Dann kommt Hafax. Nein, die werden alle sterben. Die werden alle draufgehen, das ist natürlich mir auch klar. Wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu ändern. Jetzt sofort. Ja. Greifbar. Ja, wenn euer Plan ist... Diese 200 Sklaven müssen nicht sterben. Zumindest einige von ihnen nicht. Und vor allem müssen sie nicht in irgendeiner Blutmühle in Xerans Guben enden. Idee. Jetzt, wie wäre es mit Folgendem? Nur mal hypothetisch gesehen. Wir lassen uns von ihm bis kurz vor den Hafen von Mendena mitnehmen. Der letzten Nacht davor gelingt es uns, die Sklaven unten zu befreien. Diese zetteln einen Aufstand an. Wir setzen uns mit einem Beiboot ab und lassen. Hast du die gesehen? Die sind nicht in der Lage, einen Aufstand durchzubringen. Natürlich nicht. Die werden abgeschlachtet, Bulltax. Das ist mir bewusst. Ja, deshalb, und das Schiff fährt dann immer noch. Hast du es gewonnen? Wartet doch einmal, bis ich den Plan komplett ausgeführt habe. Wir setzen uns mit dem Beiboot ja auch erst dann ab, wenn wir wirklich sicher gegangen sind, dass wir die richtigen Fäden gezogen haben, dass die Wachhabenden bzw. die Kämpfenden ausgeschaltet sind.
Goldhirks, wir sind eine schlagkräftige Truppe. Wir ver- aber nicht Plan. Genug, um mit zu sechst. Ich bin immer noch mit ein paar Sklaven ein Schiff von dieser Größe einzunehmen. Ich bin immer noch für den Seeadlerplan. Wir fahren mit Ugdan hinaus. Der Seeadler lauert ihm an geeigneter Stelle auf. Wenn sie ihren Angriff beginnt, werden wir auf dem Schiff dafür sorgen, dass er auch gelingt. Dann entern sie, wir helfen ihnen. Fertig. Klar sterben dabei Leute, aber weniger. So, wenn die Herrschaften gestatten, würde ich auch gerne mal etwas dazu sagen. Ja, mach. Ihr seid doch immer die Beste von uns gewesen, ihr stimmt mir zu. Nein, ich denke, euch hat man allen ins Gehirn geschissen. Wie kommt ihr eigentlich auf diese beschissene Idee? Seid ihr zu heiß gebadet worden? Natürlich werden wir nicht so einen Plan ausführen. Wir werden mit der Seeadler dorthin fahren. Die ist eh schneller als dieses Schiff. Vorher werden wir diesem Ugdan stecken, dass er seine Beute woanders hinbringen soll. Ich bin auch nicht mit Sklavenhandel einverstanden. Aber bevor er die über die blutige See schippert, die dabei noch ihr Leben verlassen, müssen wir ihm einfach klar machen, dass er sie nach Süden hin verschiffen soll. Da kommen die her. Dann bringt er sie halt wieder dorthin zurück. Ja, aber und davon wollt ihr ihn überzeugen. Geld. Und das ist nicht so, als ja. Könnte man in den Tulamiden die eigene Mannschaft wird ihn wegmeutern, wenn der denen sagt, hey, wir fahren jetzt Sklaven durch die ganze See und verdienen dabei keinen Kreuzer. Wir werden ihm einfach glaubhaft versichern müssen, dass es keinen Abnehmer dafür in Xeranien geben wird. Dann sagt er, ja sicher, dann sind wir weg und dann fährt er noch hin. Er macht die Route oft, schon vergessen? Ist nicht so, als würde er zum ersten Mal nach Mendena einfahren. Gut, trotzdem. Schwachsinn, mit dem zu fahren. Bin ich jetzt der Schwachsinn, mit dem zu fahren? Wir ratschlagen gerade, wie wir ihn loswerden. Ja, wir lassen ihn einfach hier. Was ist denn das für ein Plan? Also die Seeadler, da hat Rafim doch wirklich recht. Und dann wenn er dieses Schiff rammt, dann geht das Ding mit Maus und Mann und Maus deswegen runter. Sind wir ja an Bord, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Wie sollen wir das denn sicherstellen? Ich kenne mich an dem Schiff nicht aus. Wie sieht's mit euch aus? Zulamin, Voltax? Ich wüsste nicht, wie wir die Seeadler am Ramm hindern sollten. Indem wir sie vorher nett fragen, uns und die Sklaven und die Ware nicht mit abzuversenken. Pass auf, so ein Schiff wird von einem Steuer aus gesteuert. Wenn wir dieses Steuer unter Kontrolle haben, liegen sie tot im Wasser und können gehindert werden. Wir kämpfen, ich weiß nicht, wie viele Seesoldaten und Söldner er an Bord hat. Sicherlich mehr als wir. Ein Vielfaches davon, wovon nicht. Dann heuern wir welche an. Wie wollt ihr auf sein Schiff Seesöldner bringen? Nein, wir heuern welche an, die Aisanin mitfahren. Wir müssen erstmal sein Schiff übernehmen. Wir müssen es nur einige Momente lang halten, bis die Seeadler entern kann. Hört ihr mir nicht zu? Ich halte den Plan für irrsinnig. Ja, er ist schwachsinnig. Komplett. Habt ihr einen besseren? Außer ihn nett zu bitten, keine ketzerischen Dinge zu tun! Also, seien wir ehrlich, den Mann davon zu überzeugen, das können wir uns in den Arsch stecken. Oh, und was ist, wenn wir... Also, die Sulman al-Nasuri irgendwie doch besichtigen können und da vielleicht ein paar nette Djinns im... Naja, ihr wisst schon... das Ganze übernehmen, ihn manövrierunfähig machen und, ich weiß nicht, seine wachhabende also, an Bord schmeißen. Voltax, ja, das ist genau Voltax. Schwachsinnig. Warum denn? Weil dieses Schiff vermutlich mehr kostet, als wir alle jemals in unserem Leben sehen werden und die das nicht riskieren werden, weil wir immer lieb und nett fragen. Ja, aber wenn die Djinns das machen, ist das ja die Sache der Djinns. Voltax, die werden dich danach töten. Der wird und uns alle, denen das Schiff gehört, wenn die auch nur den leisesten Verdacht haben, dass du an deren Djinn herumdokterst. Ich doktere da ja nicht rum, ich würde sie einfach fragen. Ja, und das ist das Problem. Das wollen die nicht. Wieso denn nicht? Voltax, das ist deren Schiff. Das ist nicht zum Ausleihen gemacht. Aber ein Djinn gehört ja niemandem. Ja, Voltax, der Stein um eure Hauptstadt Zorlosch gehört auch keinem. Aber wenn ich mich da mit der Spitzhacke hinstelle... Auf die eine oder andere Weise müsstet ihr den Sultan davon überzeugen, euch in seinem Boot herumspielen zu lassen. Ja, dann gehen wir zum Sultan. Ja, verwerfen wir diesen Plan vorerst mal, ja? Was haltet ihr davon? Wir gehen zu
Da haben wir Kornplötz, der wird sicherlich in seiner Taverne herumhängen. Unterbreiten in unserem Plan. Er wird uns eine Einschätzung geben können, wie er das sieht. Wenn er nicht der Meinung ist, dass diese Adler es mit der, Gott, wie hieß sie, noch gleich aufnehmen kann, verwerfen wir ihn und überlegen uns etwas anderes. Natürlich kann die Seeadler es mit diesem Schiff aufhalten. Die Seeadler ist eines der besten Schiffe überhaupt auf der Blutigen See oder im Perlenmeer. Was besorgt euch dann, Isarun? Aber das macht es nicht zu einem guten Plan. Nein, eben deswegen. Sie ist einfach zu effizient darin, Schiffe zu versenken. Sie soll es ja nicht versenken, sie soll es entern. Hört ihr mir denn kein Mensch zu? Ja, Lan, das Problem ist, die Seeadler ist ein Schiff darauf ausgelegt, zu rammen. Wenn wir es nicht rammen lassen, dann macht die ganze Geschwindigkeit keinen Sinn mehr. Dann macht der verstärkte Rammsporn keinen Sinn mehr. Dann ist das einfach nur ein Boot, das neben ein anderes fährt. Und dann Die Seeadler ist wohl in der Lage, einen Nahkampf auszutragen. Natürlich, aber das ist nicht der Sinn. Natürlich ist das nicht der Sinn. Trotzdem geht es und das ist der Punkt. Aber warum sollte er das nochmal tun? Was gewinnt er dabei? Er will uns Sklaven, die er freilassen muss. Er muss sie nicht freilassen? Er muss sie freilassen. Er beschäftigt freie Ruhrer, keine Sklaven. Warum fragen wir da nicht Wilmo, was er davon hält? Also, zum anderen ist das Schiff immer noch reich mit Ware beladen, die er verkaufen kann. Ich bin bereit, mit Wilbo zu sprechen. Wenn das jetzt wieder so eine Geschichte wird, wo wir draußen stehen bleiben, während du mit ihm redest, dann werde ich meine eigenen Wege gehen müssen. Ihr kennt Wilbo doch. Er kennt euch. Ich bin mir sicher, das wird vernünftig. Nein, das meinte ich jetzt an dich gerichtet. Was soll das bitteschön heißen? Oh, meine Fresse, Jalan. Lass uns das doch einfach später besprechen. Ich habe nur eine einzige Frage, bevor wir unser goldenes Ticket in Richtung Terranien einfach aufgeben. Ihr setzt uns aus an irgendeinem Dorf. Und dann marschieren wir durch Belagerungslinien, durch eine Mauer, in eine belagerte Stadt. Und derzeit wird Mendena nicht belagert. Entsprechend steht unsere Tarnung als Diamantenhändler immer noch. Die von Land kommen. Also so wie ich die bisherigen Berichte verstanden habe, ist Mendena selbst nicht belagert. Dort angelandet, aber die Stadt selber müsste gerade von Norden her und wir würden in Feuerhafen anlegen, noch gut erreichbar sein. Ja gut, wenn wir dann am Ende Afax-Leuten in die Hände laufen, ist natürlich schlecht. Das wäre schlecht. Ich denke aber, also zumindest meine ich das aus den bisherigen Berichten herausgelesen zu haben, dass sie eher im Süden dieses Landstriches angelandet sind. Na gut, aber dann brauchen wir trotzdem eine neue Tarnung. Weil niemand glaubt uns, dass wir Diamantenhändler sind, die zu Fuß kommen. Weil das bescheuert ist. Zumindest ein Fuhrwerk müsste man haben. Ja, aber selbst das macht ja keinen Sinn, wenn wir Diamanten aus Fasar bringen. Ja, das stimmt wohl. Und wir haben die Kiste Diamanten, wir könnten sie genauso gut gegen andere Handelsware eintauschen. Ja, aber das Schöne an den Diamanten ist, dass es nicht so viel zu tragen und sehr viel wert. Und sie werden erwartet. Richtig. Das heißt, niemand würde nachfragen. Beziehungsweise die Nachfragen wären nicht so spezifisch und wir könnten damit umgehen. Ich bin mir sicher, Kieran bekommt auch Lieferungen über Land. Dann ja, aber keine Fasara-Diamanten. Richtig, dann tun wir halt so, als wären wir aus dem Bondland. Ich weiß nicht, ob es da Diamanten gibt, das müsstet ihr besser wissen als natürlich ich. Gibt es im Bondland Diamanten. Aber würde gerne mal sind die alle? Ich würde mal gerne auf Bergbau würfeln, um eine Aussage über bornische Diamanten zu treffen. Ja, kannst du den mal machen. Bergbau geht es eigentlich wirklich eher ums Schachten. Ich glaube, das wäre ja was wir handeln. Okay, also ich kann ansonsten auch noch... Also du weißt, dass die Brillantzwerge, die haben in Tobrien auch viele Bing. Siehst du, wir sind aus Logolosh gekommen. Das sicherlich immer noch geplündert wird. Logolosh ist versiegelt. Da wird gar nichts geplündert. War selbst dabei. Aber in der Nähe wird es doch sicherlich noch Minen geben. Oder haben sie den ganzen Berg zugemacht? Ihr werdet da nicht mehr reinkommen. Also, Logolosh wäre eine... Nein, das glaubt man uns nicht. Ich würde mir gerne mal einen der Diamanten ansehen. Ob das überhaupt sinnvoll ist, denn je nachdem, wie die Diamanten geschliffen sind, kann man auch relativ gut zurückverfolgen, wo sie herstammen.
Sind die überhaupt geschliffen? Es ist einfach eine Kiste roher Diamanten. Ich stelle mir nicht vor, dass Tyrannie ja selber schleift. Oder schleifen lässt. Also, ich habe die Kiste nie aufgemacht, das kann ich dir nicht sagen. Ja, das sind Rohdiamanten, also die werden noch nicht, die sind noch nicht geschliffen. Ja, weil dann kann man das, weil dann kann man vielleicht irgendwie bestimmen, wo die her sind, aber irgendeine Torwache wird das nicht tun. Na gut, das reicht, ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie auf jeder Unterseite ein kleines F oder so eingeritzt wäre, nur noch ja, dann würde ich euren Punkt verstehen, aber so ist es, glaube ich, unauffällig genug. Ja, nee, klar, in dem Fall auch recht. Ja, dann möchte ich meine Kritik zurückziehen. Ihr habt mich überzeugt, wir können auch per Boot anlanden. Nun gut, gehen wir in die Kneipe. Ich hieß ihn noch gleich, nicht so richtig. Sprechen wir mit Wilbur. Wenn er uns sagt, dass er da keine gute Möglichkeit sieht, dann lassen wir es halt und tun was anderes. Meinetwegen kümmern wir uns dann halt hinterher um den verfluchten Doktor. Vielleicht können wir wirklich hinterher mit ihm reden, ich weiß es nicht. Gehen wir. So könnt ihr den kleinen Weg antreten, wieder in Richtung des Sold und Säbel, wo ihr wieder einmal auf Kornplatz trefft. Allerdings wurde wohl Jadwiga von Luring abgelöst, die Vizekapitana, und unterhält sich mit einem anderen Matrosen und guckt euch dann wieder an, nickt euch zu. Ah, ihr seid wieder da. Schiebt euch dann wieder demonstrativ das Schreiben hin und klopft nochmal mit einem kleinen Kohleschiff drauf. Nicht ganz. Wir haben vielleicht was für dich. Können wir jetzt irgendein Hinterzimmer? Ja, ich kenne den Tavernenbesitzer hier. Moment. Ach, wir lassen ihn dann vorbeigehen, wenn wir irgendwie hingehen, auch noch mal Münze liegen. Also den Tavernenbesitzer nicht mehr. Ja, genau. Einer der Matrosen, wie gesagt, du kennst dich mit den ganzen vielen Leuten nicht aus, setzt sich dann dahin und wird dann das Anwerben für den Piratenbaron übernehmen, sodass er dann irgendwann kurze Zeit später in einem Hinterzimmer sitzt. Pass auf. Wir haben zuverlässige Informationen über die Route einer Galeere, die Sklaven nach Xeranien bringt. Und Schmuggelware, was das angeht. Die ist uns natürlich als göttertreue Menschen ein Dorn im Auge. Und wir könnten es schaffen, während der Fahrt auf diese Galeere zu sein. Frage ist, wenn wir es hinkriegen, das Ruder ein paar Minuten an uns zu reißen, könntet ihr einen Hinterhalt legen und das Ding entern? Keine Hinterkämpfe. Überhaupt keine? Aktuell nicht, nein. Warum darf ich euch nicht sagen? Nicht gut. Ich dachte, ihr braucht Ruderer. Ruderer, ja. Und Kämpfer auch. Aber keine Enterkämpfe. Ja, die Sklaven können das sicherlich dann eingemeinden. Was? Die Sklaven von einem anderen Schiff? Ihr könnt ja befreien, die werden sicherlich für euch arbeiten wollen. Die werden erstmal schön abgesetzt. Und dann werden sie höflich gefragt. Ja. Ich kenne sowohl Sanins Ansichten als auch die von Resovic. Und viele davon werden sicherlich bereit sein, für euch zu arbeiten. Aber das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, keine Enterkämpfe. Guck mich hilflos im Raum um. Ich habe meine Befehle. Und die machen schon Sinn. Der Mann hat seine Befehle, Jalan. Die will ich gerade gar nichts hören. Ihr habt ohnehin schon zu wenig Männer, nicht wahr? Ja. Immer. Und kein Geld. Und werden wir euch unterstützt. Und wenn wir euch Söldner besorgen? Söldner nehmen wir immer. Vor allem Krieger. Alles, was ihr uns aufbieten könnt. Seid ihr dann bereit, einen Enterkampf für uns auszufechten? Keine Enterkämpfe. Söldner nehmen wir trotzdem. Das denke ich mir. Tja, sonst noch Pläne, eine Galeere aufzubringen, ohne sie mitsamt der Mannschaft in der Ware zu versenken? Ich erschüttere dein Weltbild nur leider sehr ungern, aber das passiert seit Jahren. Und wir können das nicht verhindern. Du solltest mal wissen, was an Bord einer Dämonenarche abgeht. Bin ich mir wohl bewusst. Ja, wir haben auch schon die ein oder andere davon schon geentert. Hat viele Männer das Leben gekostet. Und was man im Inneren, im Bauch eines solchen Schiffes findet, ist überhaupt nicht schön. Nun, dann kann ich nichts für euch tun. Wenn ihr es euch anders überlegt, dein Angebot steht noch 2 Tage lang. Gut. Seid bedankt für das Angebot. Wenn ihr eure guten Kontakte nach Gareth wieder nutzen wollt, dann fühlt den mal auf den Zahn und fragt mal, ob wir Geld kriegen. Haben wir schon. Nichts zu machen. Gibt kein Geld, keine Soldaten für niemanden. Brauchen neue Rotzen. Fusakel regt sich schon wieder auf. Gut.
Wir gehen dann. Großes Werben noch. Wenn Anbar wieder komplett aufgebaut ist, könnt ihr ja einmal die Zwerge in meinem Namen fragen. Bestimmt wird sich da etwas machen lassen. Das wird nur 20, 30 Jahre dauern. Also ist eigentlich ein Klacks. Hm. Klopf ihm aufmunternd auf die Hüfte. Ja. Wenn wir dann wieder zu Hause sind, oder draußen, I don't know, setzen die anderen sich geschlagen auf die nächstbeste freie Fläche. Guck die anderen betröppelt an. Ich sag's nicht ungern, aber Rafim hat recht. Du sagst es nicht ungern? Danke, danke, das hilft mir. Wir müssen hier und heute diese 200 Sklaven opfern. Ich weiß nicht, ob es 200 sind oder 100, es spielt keine Rolle. Aber es muss doch wenigstens irgendwas geben, was wir tun können. Es gibt nichts, was wir tun können. Wir können immer noch hingehen, versuchen ihn davon zu überzeugen, dass es profitabler ist, sie irgendwo anders hinzubringen, als in die Heptarchien. Ja, aber das wäre gelogen. Wieso nicht? Was? Wieso denn gelogen? Also, weil die Heptarchien am besten zahlen. Und er, der einen Haufen, ohne die Männer und Frauen da jetzt angreifen zu wollen, aber die sind dem Tode näher als dem Leben. Die kauft sonst keiner. Zumal müsste er seinem Haufen an Schmugglern und Piraten noch erst einmal erklären, dass ihr erwarteter Anteil sehr viel niedriger ausfällt, wenn er sie woanders verkauft. Hey, ich hätte eine ganz kurze Frage. Ja? Was wäre, wenn wir ihm anbieten würden, anstelle der Sklaven, unsere Kiste mit Diamanten zu nehmen? Er kann den Profit behalten und er lässt die Sklaven hier frei. Die können sich Radaralsanien anschließen. Die Diamanten würden trotzdem als Eintrittskarte für uns dienen und das hält ihn aber Probleme. Das hält ihn aber nicht davon ab, auf seiner nächsten Fahrt den Frachtraum wieder voll zu machen. Aber es würde diese 200 Sklaven retten. Und jeder gerettete Sklave ist in dem Fall... Nun ja. Und wenn wir bis dahin bereits, nun ja, die Heptarchie gestürzt haben, hätte er auch keinen Anreiz mehr, neue Sklaven dorthin zu schicken. Dann gibt's die Herfeld-Heptarchie Hafax-Turmrien. Der Unterschied wird gering sein. Nun, vielleicht geht auch das Schiff bedauerlicherweise im Hafen kaputt. Nun gut. Also, was ihr tatsächlich machen könntet, wenn wir eh nicht mit ihm fahren, sorgt doch einfach dafür, dass sein Schiff in Reparatur gerät. Wie auch immer, da wird's magisch was geben, ohne dass der Kahn sinkt. Ich meine, wir setzen uns auf die Seeadler, ihr meint ja alle, die wäre so viel schneller. Kümmern uns darum, dass Mendena, wenn er da ankommt, so aussieht, als wäre es im Kriegszustand. Ich meine, wir können, und er dreht um. Wir können ihm sicherlich über Nacht unter dem Randbomben aufs Deck werfen. Ja, ich will nicht die Sklaven umbringen, weil dann können wir es auch gleich lassen. Wir müssen seine Ruderanlage zerstören. Da habt ihr doch bestimmt was gegen. Nun, seine Ruderanlage ist sehr empfindlich. Nun? Da habt ihr doch bestimmt was gegen. Also das ist zumindest der einzige Vorschlag, den mir einfällt, wie wir die Sklaven retten können und gleichzeitig unsere Mission auch durchführen. Ich weiß natürlich nicht, was er dann mit ihnen macht. Oh, ich hätte da vielleicht eine Idee, wie man so etwas... Naja, viel ist ja aus Holz auf diesem Schiff. Und wenn sich nun ein besonders gefräßiger Termit oder etwas derlei Krabbliges dort finden würde, das die Ruderanlagen angreifen würde. Ihr versteht? Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, dass der Termit sich durch... Wie lange wird das dauern? Ein halbes Jahr? Es kommt auf die Anzahl der Termiten an, die wir auf seinem Schiff aussetzen. Nun, ich denke... Derzeit ist die Anzahl der Termiten, die wir haben, in etwa... Ach ja, null. In uns in den Thulaminenlanden hier wird es doch bestimmt irgendwo Termiten zu kaufen geben. Aber nicht so viel, um ein Schiff über Nacht lahm zu legen. Es müssen Hunderttausende sein. Ja, also, wollt ihr da jetzt magisch was machen, dass sein Schiff nicht ablegen kann? Das ist die einzige Idee, die ich noch habe, die nicht... Es wäre möglich. Habt ihr keinen Zauber, der einfach die Ruderanlage in einen Haufen Holzsplitter verwandelt? Es gibt so einen Zauber, ja. Nun gut. Wir bringen euch nachts mit einem Boot hin, ihr zaubert ihn und wir fahren wieder weg. Wenn ihr die Wachen abhängen könnt. Ich dachte, ihr meintet mit den Ameisen ein Elementar.
Erscheinen nicht manche Elementargeister in solch seltsamen Formen? Aus. Die Muselementare, die ich für gewöhnlich rufe, um zu heilen, sind ja auch teilweise als Maden erschienen, die uns die Hüten weggeknabbert haben. Und dann tut das doch! Ja, das war ja mein Angebot. Am sinnvollsten. Kann mich sicherlich darum kümmern. Wir müssen nur des Nächtens dorthin und ich werde einen Muselementar rufen, der sich um genau diese Sache kümmert. Ihr könnt diesen Muselementar auch jetzt rufen. Ja, aber das dauert dann. Ja, das kann ich theoretisch machen, aber ich würde gerne davor noch etwas einkaufen und ein paar nette Geschenke für den Elementar. Ja, versteht. Termiten? Einfach. Was? Kauft ihr jetzt Termiten als Geschenk ein, oder wie? Nein, ich dachte an ein paar Blumen im Kübel und Donaria. Etwas frische Erde. Und genau, ich brauche hier auch etwas Erde für den Elementar, aus dem er sich formen kann. Ja, Boltax, du musst halt sicherstellen, dass das Schiff zwar beschädigt, aber nicht untergeht. Weil sonst saufen die uns alle ab. Ich werde den Auftrag ganz einfach formulieren. Zersetze die Ruderanlage. Mal wenn möglich. Hinten am Schiff. Da, ja, das wird das Beste sein. Er wird noch Ruderer haben, aber er kann nicht mehr lenken. Genau. Wenn wir Glück haben, muss er sogar die Sklaven verkaufen und es hier vor Ort reparieren lassen. Ihr macht das, ja? Wir kümmern uns darum. Naja, wir müssen jetzt auch noch alle die Scheißprüfung bei Sanin ablegen. Also auf zum Elfertempel. Auf zum Elfertempel. Und wenn du ihn Sturmhaube nennst. Sturmhaube? Wie kommst du denn darauf? Haubentaucher. Wie auch immer! Ich verspreche dir, ich trete dich.